ich merke, dass die Sonne nicht mehr scheint. Schau, wie die Kälte mich umgeht. Schon wieder Dezember. Ab heute ist die Teamphase beendet. Beide Teams werden aufgelöst. Und wir gehen jetzt über zu der Solo-Phase. Kali und Yasin, ihr habt morgen früh die Möglichkeit, euch in einem Battle nochmal zu beweisen. Aber ihr müsst jetzt auswählen, gegen wen ihr battelt. Und ihr könnt auswählen, wen ihr wollt. Zwei Leute. Yasin und Kali, für welche zwei Künstler entscheidet ihr euch? Erstmal lieber an den einzelnen Künstler. Egal. Aber auf jeden Fall, Leute, wir schon Kali haben uns dafür entschieden, dass wir haben ja gerade gegen ein Team verloren und wir wollen eine Revanche gegen dieses Team haben. Also die, wenn die verlieren, dann verlieren die. Wenn die gewinnen, dann gewinnen die. Mal gucken, wie es wird. Wir fordern Seko und Walid auf. Also wollt ihr euer Hack zurückholen? Wir wollen unser Hack zurückholen. Akawi und Sarko, tretet bitte vor. Ihr vier werdet morgen im 2 gegen 2 gegeneinander antreten. Und nur zwei von euch werden hier bleiben. Und zwei von euch werden morgen das Turnier definitiv verlassen. Löwen! Bereitet euch die Nacht gut vor. Ich wünsche euch viel Glück und viel Erfolg. Jo Leute, was geht? Heute ist Tag 5. Heute erwartet uns wieder eine sehr interessante Challenge. 2 gegen 2. Yasin und Kali gegen Akawi und Seko. Beide haben wirklich was Krasses vorbereitet. Ich bin echt gespannt. Also es wird für uns als Jury auf jeden Fall auch nicht einfach. Ich denke aber, wir werden die beste Entscheidung treffen. Mal sehen. Check, check, was geht ab, Freunde? Seko und Floyd hier. Wenige Minuten vor dem Battle, welches entscheidet, wer nach Hause gehen wird. Wir sind nur noch wenige Künstler. Es wird immer heißer, es wird immer krasser. Die Künstler werden immer weniger, die Künstler werden immer hungriger. Die Battles werden immer wilder. Wir haben gerade auch bei den Proben gehört, was Kali und Yasin gemacht haben. Max, also es ist wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich bin sehr gespannt, ich bin guter Dinge. Wir gucken, was passiert. Es geht hier heute nur noch um Details, um Kleinigkeiten. Wer hängt, wer hat kein Taktgefühl, wer ist im richtigen Moment da, voll fokussiert. Und dann gucken wir, was gleich passiert. Seko, Akawi, Kali und Yas, ihr seid gestern im 2 gegen 2 als letztes gegeneinander angetreten. Der Punkt ging an Akawi und Seko. Heute geht es um die Top 12. Ihr werdet wieder gegeneinander antreten. Dieses Mal geht es nicht um Punkte. Dieses Mal geht es um den Einzug in die Top 12. Wir hoffen, ihr habt euch gut vorbereitet. Und wir wünschen euch viel Erfolg. Wer von euch fängt an? Wir würden gerne anfangen mit Piers Reusch. Na, Kaui und Seko, bitte. Seko, Akawi. Yeah. Check. Komme rein in das Game, alles ausschalten. Piratenfahne hoch, wer will uns aufhalten? Sobald wir dich am Nacken packen wie eine Raubkatze, wird der Affe klar, dass dein Traum platzt. Check, alles brennt, lass das Risiko steigen. Leute reden vom Geschäft, doch müssen Stickies rumreichen. Volle
Todesfund, bis sie die Visionen teilen und den Namen Sekko riesengroß schreiben. Anderes Kaliber, immer wieder One-Shot. Noch immer mit derselben Gang, ich fick dein Kontakt. Jeden Tag eine Session bringen Lieder en masse. Den Schaden, den wir machen, könnt ihr niemals auffangen. Jack, Vampire in meinem Viertel sind auf Beutezug. Ein ganz falscher Ort, falls du Freunde suchst. Nichts gesehen, nichts gehört, wenn du Zeugen rufst. Wegen solchen Moves siehst du Leute Blut. Ha! Lieber Gott, für mich so einsam. Zwischen Rauch und denselben Blocks. Hab das Gefühl, meine Zeit rast. Und ihr danach geht's wieder von vorn. Die Sonne scheint, doch bin eiskalt. Hatten wir eine andere Chance. Eine andere Chance. Oh, immer wenn der Regen in den Block weint, siehst du Sirenen unter Mondschein. Mütter schreien, kommen die Cops rein. Alles Routine, Hunger viel zu groß, niemals zufrieden. Der Kopf dreht sich wieder wie eine Turbine. Glaube mir, mein Wille war doch nur Liebe. Ah. Find seit Jahren nicht mehr ein, weil die Straße macht sich leicht. Wir gehen ein, so wie Orchideen. Heute zahle ich den Preis, um mir selber zu verzeihen. Fühlt sich an, wie den Tod zu sehen. Auf der Suche nach dem nächsten Strike. Trage Narben im Gesicht, die das Leben schreibt. Nichts ist für die Ewigkeit. Immer weiter, diese Reise ist doch eh nicht weit. Lieber Gott, für mich so einsam. Zwischen Rauch und denselben Blocks. Hab das Gefühl, meine Zeit rast. Und ihr danach geht's wieder von vorn. Die Sonne scheint, doch bin eiskalt. Hatten wir eine andere Chance. Eine andere Chance. Oh, immer wenn der Regen in den Block weint, siehst du Sirenen unter Mondschein. Mütter schreien, kommen die Cops rein. Komm mal her, Mann, Alter. Vielen Dank für den Auftritt. Wir würden als nächstes gerne den Yassin und den Kali hören. Yassin, Kali, ihr seid gestern als Verlierer aus der Challenge rausgegangen. Ich hoffe, ihr habt euch sehr gut vorbereitet, weil ihr müsst jetzt 200% geben, um die anderen auszuschalten für euer Leben bei Icon 5. Ich wünsche euch viel Spaß. No. Kopf voll in der Nacht, mach schnapp, werd satt oder lande ich doch hinter Gitter. Draußen abkack, Bros sind lagt ab, hinterm Komma fehlte noch eine Ziffer. Mach Randale, weil's in meinem Viertel um Bara geht. Los Allahein, komm mit Kali, Andale, Andale. Von España bis nach OZF, halt am Codex fest, dass die Rolex glänzt. Siehst mich auf Jagd, will den Eros sehen, wird es unbequem, will zu 110. Ei, ei, sag mich auch, ich verkauf den Scheiß. Ja, ich lauf von den Cops in Nikes. Tracksuit sitzt, hab dich oft dabei, deine Bitch ruft an und wir kommen zu zweit. Zu zweit ready to die, bereit für die Last eines Bitters. Klopf, klopf, komm rein, so hypnotized, wenn du merkst, wie's dann bei dir schimmert. Los, los, lass rein, stimm die Siedlungen. Los, los, kehr heim, oder komm, wir fliegen eine Runde im Euro-X bis nach Malaga. Die Gauner siehst du im Dunkeln, mach Arruina, hab ein Radar. Renn, renn, vor Polizia durch die Playa. Bang, bang, mach mit uns besser kein Tantana. Wir fliegen eine Runde im Euro-X bis nach Malaga. Die Gauner siehst du im Dunkeln, mach Arruina, hab ein Radar. Renn, renn, vor Polizia durch die Playa. Bang, bang, mach mit uns besser kein Tantana. 5-1 Köln, meine Stadt am Rhein, fick auf 9-to-5, ihr Schild 6 auf Hand. Quatsch nicht viel, besser komm vorbei, brauchst du braun, grün, weiß, beins, bist du satt. Hab die Digi immer griffbereit, ja ich wieg den Scheiß, bin verliebt im Guap. Take that risk, baby, don't be shy, vielleicht trifft es dich, besser ist du schnappst. Que pasa, hola, señora, sie Beamte, lauschen im Honda. Fahr mit Alter, wer im Transporter, unser Plan passt nicht mehr in Kosovo. Keine Zeit, flieg endlich los und no. Lass uns so hoch bis zum Mond. Bin im Bad Timor, ruf mich an, wenn du Kali brauchst. Pures nazischer Lucifer, wieder flüstern, dass ich die Kraft beklau. Kein Problem, mach's im Handumdrehen, ich nimm alles mit und gib alles aus. Hol dich aus deinem Wandernfilm und bumst deine Bitch, hä? Ja, ich komm, lach dich aus. Komm, wir fliegen eine Runde im Euro-X bis nach Malaga. Die Gauner siehst du im Dunkeln.
Yes. Na, der Welt, Dick. No. Na. Kali, Yassin, auch euch danken wir für den Auftritt. Erstmal vorab vielen Dank für beide Auftritte. Das waren wirklich sehr, sehr starke Auftritte von beiden Teams. Wobei ich sagen muss, alle vier von euch haben ihre Stärken, aber auch noch ihre Defizite, an denen sie auf jeden Fall noch arbeiten müssen. Das wisst ihr wahrscheinlich auch selber. Ich fange mal an mit der Gruppe von Sarko und Akawi. Ich fand, ihr hattet wirklich eine sehr, sehr gute Hook. Die war wirklich sehr, sehr catchy. Sarko, dein Rap-Part, wie gewohnt, hat mir sehr gut gefallen. Ich fand allerdings, dass es wieder so was Deepes war. Es hätte mich gefreut, wenn ihr vielleicht etwas Sommerliches gemacht hättet, was vielleicht auch so ein bisschen den Vibe gecatcht hätte hier in Malaga. Kali, Yassin, ich fand eure Beat-Auswahl sehr geil. Auch bei euch eine richtig coole Hook. Ihr habt den Vibe auf jeden Fall gecatcht. Und auch bei dir, Yassin, muss ich sagen, so ein bisschen mehr an der Performance arbeiten. Kali, deine Performance fand ich cool. Du hast echt gut performt. Dafür muss ich aber sagen, dass du noch Defizite bei der Atmung hast, Kali. Du musst ein bisschen an deiner Luftkontrolle noch arbeiten. Ich schließe mich auf jeden Fall bei meinen Kollegen an. Kali, du könntest noch ein bisschen mehr aus dir rauskommen. Vor allem, du hast auch immer dieses Zittrige gehabt. Das habe ich so ein bisschen vermisst. Sekko, deine Parts waren auch stark. Dein Flow ist wie gewohnt stark. Deine Stimme ist auch gut einsetzbar. Kali, bei dir schließe ich mich auf jeden Fall an. Du musst auch wirklich noch ein bisschen an deiner Luftkontrolle arbeiten. Ansonsten war das ein guter Auftritt von beiden. Wir mussten uns auch heute entscheiden. Zwei Leute werden uns heute verlassen. Und die Entscheidung wird euch mitgeteilt von Colin. Wir haben dann bis Kali und so. Leute, wir haben gerade abgerissen. Bang, bang. Macht euch gefasst. Macht euch gefasst. Ich schwöre ja. Die Brüder haben auch Wallah abgerissen. Wallah, egal wer gewinnt oder fehlt, wir sind alles Gewinner. Wallah, ja. Wir weinen und wir lachen zusammen. Auf jeden Fall, Leute. Wir haben den Auftritt hinter uns. Der Auftritt war so scheiße. Auftritt hat mir super gefallen. Wallah, ja. Ich hoffe, der Jury hat auch super gefallen. Euch wird es auch super gefallen. Ja. Aber Leute, ihr dürft nicht vergessen, dass wir einen Song gemacht haben, einen nagelneuen Song gemacht haben, der leider nicht gereicht hat. Und dann mussten wir noch einen Song machen. Und was erlernt man daraus? Unter Druck entstehen Diamanten. Sozusagen, meine Performance wurde schlecht geredet. Aber man muss auch sehen, dass ich gerade aufgestanden bin, krank bin. Und ein Gas bekommen habe und Mückenstiche überall an meinem Körper. Ich habe eigentlich keine Motivation, aber ich habe das Beste rausgeholt. Stark. Und jetzt hochziehen. Einfach, Bruder. Aber das tut mir an den Fingern, ja, Bruder. Ey, schaffst du hochzugehen? Nein, war das für Ja, aber mein Bruder. Oh, wenn habt ihr das Kleid? Sind Ventilation. Also seitdem er gebettelt hat, er kriegt so ein separates Zimmer. Man muss dreimal klopfen, bevor man reingehen darf. Wer kann nicht schlafen? Mein Name ist Skandal und ich zaubere genau jetzt den Shabab neben mir hervor. Und tada! Tada, tada, tada! Shabababa! Herzlich willkommen bei Tag 5. Ihr seid gestern zum letzten Mal in euren Gruppen angetreten und aus den Gruppen wurden zwei Leute rausgewählt. Und wir beginnen jetzt offiziell die Solo-Phase. Das heißt, ihr Künstler seid nicht mehr in euren Gruppen unterwegs. Die Gruppen sind hiermit komplett aufgelöst und ihr Künstler steht nur noch für euch selbst. Es gibt allerdings zwei Künstler hier, die diese Phase nicht mehr mitbestreiten werden. Und zwar sind gestern angetreten Yassin und Kali. Kommt einmal bitte nach vorne. Auf jeden Fall, unsere Teamarbeit war super. Ich kann ehrlich mich mit Kali nicht beschweren. Wir haben einen Song gemacht. Wir hatten beim allerersten Song
hatten wir auch keine Probleme, aber wir hatten ein bisschen Angst. Also was heißt Angst? Wir hatten ein bisschen Panik, dass das nicht funktioniert, dass wir nicht gut auf diesem Beat harmonieren und so, weil wir noch nie was gemacht haben zusammen. Aber im Endeffekt haben wir dann was gefunden, ein Beat, und direkt auch drauf geschrieben. Und direkt im Endeffekt hat man dann mitbekommen, okay, das passt, wir haben was Dickes gemacht. Safe, also ich würde auch sagen, der Esen ist auf jeden Fall ein sehr talentierter Künstler. Habib Elbi. Yasin und Kali, ihr habt gestern die Challenge mit eurem Team verloren und wurdet von eurer Gruppe als die zwei schlechtesten Künstler rausgevotet. Ihr habt euch dazu entschieden, nochmal in einer Revanche gegen Akawi und Sekko anzutreten. Ich würde euch beide auch einmal bitten, nach vorne zu kommen. Wie wir uns vor dem Auftritt gefühlt haben, ehrlich gesagt war ich ein bisschen so angeschlagen. Mein Hals hat sich die ganze Zeit so kratzig angefühlt. Ich habe mich eigentlich auch ganz angespannt ein wenig gefühlt, aber ich glaube, das war so eine gesunde Aufregung. Wir waren gut vorbereitet, der Bruder war leicht angeschlagen. Ja, wie gesagt, wir haben das Beste draus gemacht. Ihr vier Künstler seid gegeneinander angetreten im Duo, wo es nicht nur um Punkte ging, sondern um euer Überleben in diesem Spiel. Die Jury hat sich beide eure Performances angeschaut und sich entschieden, wer von euch heute die Villa verlassen wird. Bevor wir die Entscheidung verkünden, Yesi, du stehst heute genau in derselben Situation wie schon damals bei Icon 4. Aber meine Stimme ist besser. Und ich habe nicht geschlafen. Ich denke aber, für dich ist es ein ganz besonderer Moment. Denn genau hier bist du bei Icon 4 ausgeschieden. Und auch dieses Mal stehst du genau in derselben Position. Wie fühlt es sich für dich an, genau wieder hier zu stehen? Ich fühle mich super, aber ich brauche nur Essen. Ich brauche unbedingt Essen. Aber sonst, wir haben immer Hunger. Ansonsten fühle ich mich gut. Außer den Mückenstichen und alles fühle ich mich sonst gut, ja. Und Kali, du warst auch bei Icon 3 dabei und hast es bis in die Top 6 geschafft. Korrekt. Und jetzt stehst du auch wieder hier. Wie fühlt es sich für dich an, genau hier wieder zu stehen? Also für mich ist es auf jeden Fall wieder etwas Besonderes, weil man hier auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung mitnimmt. Man ist hier mit den Künstlern unter einem Dach, man sitzt an einem Tisch, man sieht die Arbeitsweise von jedem, man nimmt von jedem was mit, man lernt immer was dazu. Und es entstehen Kombinationen, die keiner erwartet, aber die jeder braucht. Deswegen würde ich sagen, lassen einfach die Musik sprechen und immer Liebe für jeden. Liebe! Sekko und Akawi, ihr seid jetzt zum ersten Mal bei Icon 5 dabei. Hättet ihr das erwartet, unter mehr als 1000 Bewerbern es bis zu diesem Punkt hier zu schaffen? Und wie fühlt es sich für euch an? Es fühlt sich unfassbar an, weil ich ja auch selber sehe, meine Entwicklung, wie ich auch neu mit Musik angefangen habe. Es ist immer wieder auch schön zu sehen, wie die anderen arbeiten, wie er gesagt hat, und Erfahrungen mitzunehmen. Auf jeden Fall bin ich aber auch sehr, sehr dankbar, dass ich bis hierher gekommen bin. Danke an die Jury, sehr sympathisch. Danke an Colin, danke auch an alle. Also, ich werde das im Leben nicht vergessen, diese Erfahrung, die ich gemacht habe. Und Sekko, hättest du es erwartet, hier in den Top 14 zu stehen? Nee, hätte ich nicht erwartet. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich drauf habe. Allerdings weiß ich auch, wer alles hier noch dabei ist. Icon ist auf jeden Fall ein krasses Contest-Ding, wo ich sagen muss, auf jeden Fall, ich bin dankbar, jeden Einzelnen. Jeder hat mich überrascht, also klar, da sind krasse Künstler da, aber dass die so krass sind, was hier gerade, ja, ist unfassbar. Deswegen Respekt an jeden Einzelnen, der es bis hierhin geschafft hat. Jetzt verstehe ich auch, warum. Und ich glaube, ich kann mit voller Überzeugung hier stehen und sagen, dass es völlig egal ist, welche beiden von euch heute nach Hause gehen. Denn ich denke, ihr konntet alle eine unglaubliche Erfahrung bei Icon 5 mitnehmen, die euch für den Rest eures Lebens begleiten wird. Und damit ist alles gesagt und somit kommen wir jetzt zur Entscheidung. Die Jury hat sich zusammen besprochen, euch bewertet, eure Performances gut
angehört und ist zu einem Entschluss gekommen. Und die zwei Künstler, die heute die Icon 5 Villa verlassen werden, sind Akawi und Zeko. Damit ist eure Reise hier offiziell beendet. Ich würde euch jetzt bitten, in die Villa zu gehen und eure Sachen zu packen. Mein Bruder, das bricht mein Herz. Ins Herz, weil alle so lieb sind. Und dann die rauszuwerfen, ist schon hart, aber es gehört leider dazu. Wir müssen, es ist unser Job. Damit heiße ich euch 12 offiziell herzlich willkommen zur Solophase von Icon. Denn ab diesem Punkt wird es keine Votes mehr geben. Das heißt, jegliche Macht, die vorher in euren Händen lag, liegt jetzt einzig und allein in den Händen der Jury. Ab diesem Punkt werdet ihr Künstler, egal in welchen Konstellationen ihr auftretet, in Solos, Duos, Trios oder Cyphers, nur noch als Solo-Künstler bewertet. Das heißt, keiner von euch ist sicher und jeden kann es hier zu jeder Zeit treffen. Dann kommen wir jetzt zu der ersten offiziellen Challenge der Top 12. Ihr werdet heute in 4 Dreiergruppen gegeneinander auftreten. Und ihr werdet gleich 4 Stunden bekommen, um eure Songs vorzubereiten. Was geht ab, Freunde? Zeko und Sinfloin hier. Für uns endet die Reise heute hier. Es war eine starke Challenge. Die Gegner Kali, Yassin, schöne Grüße auf jeden Fall. Ich wünsche euch das Beste auf eurem Weg. Wir haben unser Bestes gegeben, wir haben das Beste daraus gemacht. Ich bin dankbar für diese Erfahrung auf jeden Fall. Und Peace out, würde ich sagen an der Stelle. Schade gelaufen, war ein knappes Ding, glaube ich. Das war so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und deswegen, wir sind keine schlechten Verlierer. Wir sind dankbar für alles, Bruder. In diesem Sinne, bleib gesund. Bruder, du bist übel. Ich bin stolz auf dich, Bruder. Aber natürlich auch, guck mal hier, hier draußen, die stehen, Bruder. Sind Stars. Nur wir auch. Wir haben es bisher geschafft. Jeden einzelnen, Wallah, viel, viel Erfolg und viel Power, viel Kraft. Ich mache auf jeden Fall weiter. Ihr werdet noch von mir hören. Habib ist nicht aus mit AKW, ist nicht aus. Wallah. Fertig. Als allererstes bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar an jeden Einzelnen, auch an euch Crewmitgliedern, wirklich an jeden Einzelnen. Ihr seid respektvoll mit uns umgegangen, korrekt mit uns umgegangen. Es hat sehr Spaß gemacht mit euch, auch hinter den Kulissen, wie wir auch zusammen saßen, gelacht haben, auch sogar Detox geführt haben. Ich habe mit Musik angefangen und mich auch direkt bei Icon beworben. Ich mache seit Dezember Musik und ich glaube, da fing auch die Bewerbungsphase an. Und ich bin auch wirklich sehr, 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 sehr stolz auf mich, zu sehen, wo ich gelandet bin und wie weit ich gekommen bin. Und vor allem möchte ich meine Familie und Freunde danken. Und den ich am meisten danken will, ist mein großer Bruder. Weil ohne ihn wäre ich gar nicht hier. Ich hoffe, alles ohne ihn wäre ich nicht hier. Er ermöglicht mir alles. Ich grüße auch meinen Bruder Jano, der das auch irgendwie ermöglicht hat für mich. Mir den Ruck gegeben hat, mir den nötigen Mut gegeben hat, mich da auf jeden Fall auch gerade zu machen und den Leuten hier in Deutschland zu zeigen, was der Pirat drauf hat. Und seid einfach gespannt, merkt euch den Namen Zeko und wir werden auf jeden Fall aus der Deckung kommen. Kommt, 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 kommt. Gib was, Putanas! Das
sowohl die Jury als auch die Künstler alle wissen nicht, Bruder, dass wir gerade einen Hit gemacht haben. Und am Ende beim Outgoing wissen die auch noch nicht, dass ich einfach diese Runde komplett auf Türkisch rappen werde. Das ist eine kleine Ansage hier. Sehr, sehr hart. Ja, die ganze Villa, ich denke, das wird alle unsere Karrieren beeinflussen. Einfach die einen mehr, die anderen weniger, aber so auf Druck zu arbeiten, so viele Songs zu machen. Ich meine, im Endeffekt ist es ja nichts anderes, wie wenn man eine Albumphase hat. Da musst du ja genau dasselbe machen. Hast vielleicht ein bisschen mehr Zeit und hast keine Competition. Dann hast halt die Competition mit dir selber so. Aber ich denke auch einfach, mit dem Druck umzugehen, mit Druck zu arbeiten und einfach mit Druck zu funktionieren. Das ist eine Sache, die hier viele lernen. Lernen können, lernen werden. Ich habe nur einen Anfang, einen coolen Anfang. Ich habe nur ein Problem an einem coolen Anfang. Ja, ich habe schon. Ich habe schon Parts. Ich hab immer Anfang und kein Ende. Ja, bei mir, weil das Ende haue ich immer irgendwas an. Also, ja. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Du fängst an. Weil wir machen Hook. Ich will dann, aber du kommst in den zweiten Part rein. Dann komm ich jetzt rein. Okay. Weißt du? Amiga. Sativa. Garage voll mit Packets, ich lauf. Und mein Bruder sitzt im Bella. Ella. 10 Jahre nehme ich schon auf. Rauch ein Amparella, Ella. Immer nur eine Hütte, die schlauf. Und da 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 da. Okay, dann kommt Kali rein. 10 Jahre nehme ich schon auf. Oh, Amiga. 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 Was ist okay? Richtig krass, Leute. Boah, ich hab schon jetzt richtig voll Adrenalin. Ich hab richtig Bock. Ich hab übertrieben Bock, das wird geil. Ich nehme auf jeden Fall sehr, sehr krasse Sachen mit nach Hause, sehr viele Erfahrungen mit nach Hause. Und ich weiß, was ich zu tun habe in Zukunft. Musikalisch, charakterlich, menschlich, alles. Der Biggie gibt jetzt 100% und versucht wirklich, alle in seinem Umkreis stolz zu machen. Das ist Skandal. 100.000 siebender Rapper, glauben sie, wir werden einmal. Yo, mein Bento heißt wie Kali, wohne finden im Schipani. Was ist? Fängig. Verlierer werden gegeneinander antreten müssen. Bruder, ich glaube nicht, dass das so ist. Bruder, ich glaube, das ist genauso, wie die das sagen. Dann chill, Bruder, chill, chill. Ich glaube, das ist genauso vertraulich. Und bis jetzt war noch nicht eine einzige Sache, so wie ich sage. Komm mir einmal, glaub mir das, genauso wie die sagen. Ich komme schon immer voll so ernst drüber, ne, in diesen, weil ich nie so viel lache. Herzlich willkommen bei Tag 5, Challenge 4. Ihr seid die Top 12 von Icon 5. Erstmal ein riesen Applaus an euch. Doch ihr solltet wissen, es wird immer ernster, immer schwieriger und auch ihr werdet weiter an eure Grenzen kommen. Und auch heute werden uns eine Handvoll Künstler verlassen. 5 Stück. Wir sind heute angekommen bei den Trios. Ich denke, viele von euch haben darauf gewartet. Auch wir haben richtig Bock auf diese Challenge. Allerdings muss ich euch sagen, dass wir pro Gruppe einen jeweils eliminieren werden. Das wurde gesagt. Jetzt ist das Orakel. Das heißt, ihr seid nicht nur Teammitglieder, sondern auch gleichzeitig Konkurrenz. Und es ist wichtig, dass ihr besser als euer Partner seid. Damit ist alles gesagt. Ich hoffe, ihr seid alle fokussiert und auch motiviert. Ich wünsche euch viel Erfolg. Let's go. Voll mit Demons lauf. Und mein Bruder sitzt im Bella.
10 Jahre nehm ich für ihn auf der Stadt, wo ich häng, ich hab Kali im Gepäck. Du rufst deine Freundin an, doch ich schau die Alte weg. Kein Problem, sag Bedreh, Lemon Cushion zur CB. Aber Rennvater Haria schneller weg als Mbappé. Ich hab das, was du suchst, ich hab Hasch, ich hab Schnuff. Ich mach Bats auf der Strat und du schaust mir nur zu. Sag Bischof, häng in Malaga für die Kunst und zauber dir dennoch weiter den Hasen aus dem Hut. Wegen Hektra wurden alle zu Verbrechern. Das einzige, was uns weckt, ist der Hamburg, nicht der Wecker. Lass die Sonne auf und scheppern, heute hat doch morgen besser. Muftara da draußen, falls sie fragen, ich bin netter. Ahnung haben sie, well, who geht alle in Deckung? Bitte Bella Tess und Co. ist eine Festung. Sag warum bin ich in dieser Welt gefangen? Mein Bruder hinter Gitterstäben schaut nach draußen und sieht diese Fensterregeln und schreit, ich will raus. Guck, ich will einfach nur hier raus. Bau ein Umbrella, Ella. Tiefgarage voll mit Pickets, ja, guck, ich lauf. Und mein Bruder sitzt im Bella. 10 Jahre nehm ich für ihn in Kauf. Bau ein Umbrella, Ella. Tiefgarage voll mit Demonslauf. Und mein Bruder sitzt im Bella. 10 Jahre nehm ich für ihn. Ich tu das, was ich tun muss, um zu kriegen, was ich will. Zieh das Kusch in die Lungen, rauch Gelato, wenn ich chill. Fick die Bitch, ein paar Runden und ich komm auf ihr Gesicht. Zieh ein Sprint vor dem Bullen und über Zaun, ich mach ein Flip, ha? Das ist so ZF. Wesh, 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 wesh. QS, RAS, Gali, brr. Ewa. Ihr wisst Bescheid. That's the red and wow. Okay, Jungs, danke schön für den Auftritt. Was sagt ihr denn selber? Seid ihr zufrieden mit eurem Auftritt? Ja, Mann, ich bin immer zufrieden. Safe. Ich fand das auf jeden Fall eine sehr interessante Kombo mit Rasha. Euch beide hat man ja jetzt des Öfteren gehört in den letzten Tagen. Wie sind die Moglis? Ah, was. Ich fand eure Leistung auch hier, aber ich hätte ein bisschen mehr erwartet, sage ich euch ehrlich. Ich fand irgendwie, ihr wart ein bisschen zurückhaltend, auch von der Performance her. So ein bisschen Nervosität, Unsicherheit habe ich da ein bisschen rausgehört. Bei Rasha muss ich sagen, ich finde die Aussprache immer wieder sehr geil. Hat so einen kleinen Wiedererkennungswert bei dir. Gerne mehr davon. Dankeschön. Yesin, du hast die Töne gut getroffen. Und Kali ein ganz solider Rapper. Starke Leistung. Dankeschön. Abups. Dankeschön, Jungs. Ewa. Wie lief die Vorbereitung, Jungs? Nicht gut. Okay. Und was habt ihr für uns vorbereitet? Gar nichts. Leider nichts. Wie meinst du? Ich hatte direkt unmittelbar nach der Aufgabe, weil ich weiß nicht warum, ich habe eine Banane gegessen, dann hatte ich richtig krass Durchfall, obwohl eigentlich Banane feste Kacke macht. Und jetzt haben wir uns gedacht, da wir keine andere Alternative haben, wir lassen irgendein Beat laufen und freestylen einfach in der Hoffnung, dass wir so weiterkommen. Alles auf Rot einfach. Wenn Gott will, dann will Gott, ne? Genau. Amen. Bist mittlerweile auch wieder alles gut? Ja, ich habe das immer dabei, falls irgendwas passieren sollte, dann kann ich kurz. Hat die Tablette gerade geholfen aber? Ja. Geil. Wir gucken einfach, gib uns einfach mal den Beat. Ja, dann freestyle mal. Dann leg mal los. Viel Glück. Für die Mefa. Boah, das war Baba, Bruder, ja? Ja, ne? Lass einfach den machen. Warte, lass einfach so machen. Okay. Für die Mefa, riskierst du einen Vierer, machst du mal wieder und falle mal tiefer. Boah. Alter, warum hat der? Ihr wisst Bescheid, Barré ist mein neuer Ghostwriter. Einen Schatzes. Wesh, wesh. Skandé und Azu. Wow. Für die Mefa riskier ich ein Vierer. Mach's immer wieder und fall immer tiefer. Für die Mefa riskier ich ein Vierer. Mach's immer wieder. Das heißt, dass wir uns nie mehr sehen. Mama weiß, ich hab im Tageslicht kein Auge auf. Wenn der Mond über den Dächern steht, ich laufe raus. Für die Mifa muss ich parat zählen, entweder legal oder mit Haramis. La Familia, mach das Cash in der Hut, mach dir keinen Kopf, Habiber. Ich komm zurück, wenn ich muss. Für die Familie zieh ich in den Krieg, ich sterbe als Märtyrer. Lambo-Reifen brenn ich, fahr in Speedgas, kein Märtyrer. Bei Depression brauch ich kein Antidepressiver. Alles was ich brauch ist meine Gun und meine Mifa. Für die Mifa riskier ich
ich ein Vierer. Mach's immer wieder und fall immer tiefer. Für die Mifa riskier ich ein Vierer. Mach's immer wieder, auch wenn es heißt, dass wir uns nie mehr sehen. Ich wollte nie so sein, doch wir sind, wie wir sind. Heute gleite ich durchs Leben wie eine Feder im Wind. Als Kinder spielten wir mit Steinen, nein, es gab kein Playmobil. Deshalb stapel ich die Scheine heute, als würde ich Lego spielen. Isolé, weil ich nachts nie da war, auf meinem Weg werd ich gejagt von damals. Es geht um Fluss machen, ihr seid zu klein für meine Fußstapfen. Nicht therapierbar, ganz egal mit welchem Gutachten. Mesh geht, ich geh rein für sie mit Liebe. Am Ende des Tages, was bleibt, ist die Familie. Für die Mifa riskier ich ein Vierer. Mach's immer wieder und fall immer tiefer. Für die Mifa riskier ich ein Vierer. Mach's immer wieder, auch wenn es heißt, dass wir uns nie mehr sehen. Wow. Für die Mifa, für die Mifa, ey, für die Mifa, für die Mifa, für die Mifa, für die Mifa. Boah, das war doch ein gelungener Freestyle, gelungener Freestyle. Bruder, ich sag dir ehrlich, ab heute nur noch auf Toilette. Lass am besten auf Toilette immer. Wir essen nur noch Bananen, ihr wisst Bescheid. Okay, Jungs. Ein Applaus erstmal für diesen Freestyle. Dankeschön. Dankeschön. Hat euch gelungen. Ich hoffe, ihr hattet keine Bauchschmerzen am Ende. Das hat schon ein bisschen so angehört. Ich glaube, diese Club hat ihr weggeschmissen, richtig. Ja? Skandal. Ich muss sagen, du hast meisten Rap-Part, glaube ich, du hast komplett alleine nur gerappt. Ja. Ne? Ich muss sagen, du hast auf jeden Fall einen sehr guten Rap-Part gehabt. Vor allem die Märtyrer-Line, die war sehr stark. Die Hook blieb auch im Ohr, muss ich sagen. Azu, von dir kennt man es nicht anders, deine Stimme hat es natürlich wieder sehr smooth gut rübergebracht. Ich liebe dich so viel, Sandro. Barré, bei dir genau dasselbe. Dankeschön. Ich liebe dich. Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also wenn das Freestyle war, Jungs, dann hört bitte auf, Texte zu schreiben. Dann kommt bitte nur noch Freestyle hier hin. Sag uns am besten 5 Minuten vorher nächste Aufgabe. Okay, machen wir so. Doch, hoffen mit dieser Probe und alles. Okay, ja, dann macht schon mal ready. In 15 Minuten ist euer nächster Auftritt. Walla, mach war kein Freestyle. Ich wollte nur noch Bananen. Nee, also ich muss wirklich sagen, geiler Song, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ihr habt den Song auch sehr, sehr gut strukturiert, muss ich sagen. Also er war sehr, sehr abwechslungsreich. Danke dafür auf jeden Fall. Wir haben zu danken. Vielen Dank. Dankeschön, Bruder. Ja, ich muss sagen, ihr habt den Raps 100% gecatcht mit dieser Aussicht. Dreht euch einmal um, guck mal, wie krank das aussieht. Sieht ein bisschen aus wie Oberhausen, ne? Das sieht aus wie Mülheim. Bisschen so Pott, das ist ein bisschen das Ähnlichkeit so. Man muss sagen, die Hook bleibt auf jeden Fall zu 100% im Kopf. Jeder hat auf jeden Fall von euch geglänzt. Das wird eine schwierige Entscheidung. Ich danke euch für den Auftritt. Dankeschön, danke. Ich liebe euch. Rakabas. Yo. Und hasch ihre Liebe, war fick wie die Sterne am Dach. Kind aus der Wüste, trägt Leute Monklisi. Schmerz in der Brust, deshalb nur lacht im GB. Herbisch, ich hallo, die Kinder aus Kurdistan wohnen zu Stars in Europa. Viele Young G's in der Hut gegen Hajar und hören im Schul auf Shabab und Gemotha. In Europa, das beste Flex Marrakesch in mein Torba. Knackate, wie schieb da Relief an Coca. Du bist ein Lover, sie Maradona. Sei deine Schuld, nur es wie Paya. Ja, ich klatsch sie heute weg. So viel Sorgen, ich ertrink sie in mein Glas. Wenn sie sich schlafen legen, werd ich grad mal wach. An so viel Orten, ich weiß nicht mehr, wo ich war. So viele Nächte schon seit Jahren allein verbracht. Amiga, ich muss rein, Guardia Civil. La Familia, ja, ich steh für die Familie. Oh, Amiga, ich muss rein, Guardia Civil. La Familia, ja, ich steh für die Familie. Nightlife, Fuß und Ghost, Pussy, ich mach kein Cash mit Flows. Scheiben sind black im Benz vor Shows, denn Dolly hat mich auf Kamera raus. Mit Motorroller, Flucht, doch Dolly hängt fest am Toller. Hab's bei Yes, hab Dope im Koffer und
Koten und Locker. Was du Gangster warst, mit deiner Schrecksus aus deinem Lexus. Es ist nicht mehr wie damals, weil ich hier weg muss, viel passiert im Bando. So viel Sorgen, ich ertrink sie in mein Glas. Wenn sie sich schlafen legen, werd ich grad mal wach. An so viel Orten, ich weiß nicht mehr, wo ich war. So viele Nächte schon seit Jahren allein verbracht. Amiga, ich muss rein, Guardia Civil. La Familia, ja, ich steh für die Familie. Oh, Amiga, ich muss rein, Guardia Civil. La Familia, ja, ich steh für die Familie. Oh, Amiga, ich muss rein, Guardia Civil. La Familia, ja, ich steh für die Familie. Oh, Amiga, ich muss rein, Guardia Civil. Oh, Amiga. Ja, sehr interessante Kombination und ein sehr, sehr interessanter Song auf jeden Fall. Bleibt im Ohr und geht auch direkt ins Ohr, muss man sagen. Eigentlich andersrum, geht ins Ohr, bleibt im Ohr. So. geile Beat-Auswahl, muss ich sagen. Vito, ich muss sagen, ich fand deinen Rap-Part auf jeden Fall deutlich besser. Ja, 100%. Die Hook war super, vor allem die Abwechslung zwischen Kennern und Shabab kam sehr, sehr cool, sehr, sehr fresh. Hat mir sehr gut gefallen. Diesen orientalischen Vibe, den ihr kreiert habt, finde ich auf jeden Fall sehr interessant, so wie schon BZ erwähnt hat. Kennern, es ist wirklich diese Art von Stil, was hier wirklich steht. Und ich finde eure Kombination mit Shabab, die Abwechslung war sehr, sehr stark. Vito, dein Gesangspart fand ich jetzt nicht so stark, dafür fand ich dein Rap-Part auf diesem Beat, hat sich sehr gut durchsetzen können. Vito! Eva. Bei Kennern freut mich das extrem, wie du hier aufblühst. Im Gegensatz zu Icon 4 ist das unglaublich, was du aus dir gemacht hast. Danke, sag schon. Also damals, als du gegangen bist und dich auf den Zettel aufgeschrieben hast und gesagt hast, ich komme zu Icon 5 und rasier alles, ein Mann, ein Wort. Also krass. Ich küsse einen, also Allah, Dankeschön. Nur Liebe für euch. Zumindest bis jetzt. Shabab und Vito, ihr habt auch ganz gut geglänzt. Im Großen und Ganzen habt ihr auch was Neues kreiert, was so bei Icon 5 noch nicht war. Ihr habt was gepickt, was bisher noch keiner gepickt hat. Ihr habt das richtig geil gemacht. Danke, dass du es erkannt hast, mein Bruder. Danke für den Auftritt. Habibis! Habibis! Habibi! Ich danke euch. Ja, ja. Wackel nicht so viel, Bruder. Ei. Ei. Kapuze im Face, ja, wir laufen mit dem Track hier von Under Armour. Zwei von den G's noch im Case, hab jetzt Money im Safe für die Gang, man, wir laufen wie Stars. Brrra. Mein Team ist Jump, dein Team ist Trap. Mein TP hat Stash gar voll, dein TP hat dein Bubble im Gött. Noch ein Zug von der Goloas Blue, Handy aus dem Bunker. Immer auf Hut, weil ein Bulle der sucht, man, ich hab was gehört und ich glaub nicht an Zufall. Nein, man denkt. Oh, fuck, reinkomm, Praktika Ü, hab ein schlechtes Gefühl und entferne die Muschel vom 6er iPhone. Kush na kaino, ti ju qiftnona. Jo mrit në quna për me bo miliona. Lene t'flasin në mili pistola. Bo, 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 bo. Haja bo za. Blet me të nëmë qo sot e sa. Aba vizu në këma di absent. Tauc, me fletel prati gjo anas. Vizu, blek në grube frak vizu. Gebacht war Putanas. Yo, yo, ey. Immer nicht melde, Ratos Hände. Bosch geser mir immer, ich spende. İstersen istemezsen de. Düşmanlarım var benim her yerde. Telefon durmaz, arayanlar çok. Her günü meşgul geçer. Geceleri boş çatırlar. Acaba annem beni affeder mi? Aynalara bakamaz oldum. Ben yapamam artık bir selfie. Bad bitch bir kez fena. Sen yanıma gel bir. Güneş doğmadan gidersen iyi olur kızım. Burası oteldi. Bayo. Kush na ka i në ti ju qiftnona. Jo mrit në quna përve po miliona. Lene t'flasin nëjnë mili pistola. Bu, 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 bu. Haja buza. Blet mit mein hem shua off the strat. Aba vizu në këma di absent. Tauc. Me cvetel prati gjo anas.
Himmel fragt wieso. Und es kommt so wie es kommt, 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 kommt. Gib acht, war Bruder nass. Check! Jungs, danke für euren Auftritt. Infinite, was war los? Bruder, frag nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe keine Ausreden dafür. Gepatzt ist gepatzt. Was soll ich dir sagen, Bruder? Aber wie ein Meister wieder reingekommen. Extrem schade auf jeden Fall. Bajo, ich muss sagen, der türkische Part, ich habe den voll gefühlt. Ich fand den richtig stark. Das Ding ist, viele, also nicht jeder versteht Türkisch, weißt du? Und ich finde halt ein ganzer Part immer auf Türkisch immer schwierig. So, hättest du das vielleicht aufgeteilt, ein bisschen was Deutsches noch reingebracht, weißt du, für das Verständnis. Aber ich finde es cool, dass du gezeigt hast, dass du es auch kannst, weißt du, was ich meine? Weil das ist natürlich, wenn du hier in Deutschland lebst, doch mal was Schwierigeres, einen Rap-Text auf Türkisch zu schreiben. So, deswegen, also ich fand stark. Korrekt, Bre. Ich muss genau das Gegenteil sagen. Ich fand das eigentlich perfekt, weil du hast den türkischen Part übernommen, Biggie teils den albanischen und Infinite den deutschen Part, so auf international-mäßig. Ihr habt das geil gemacht. Das war auch die Idee dahinter. Ist auch angekommen. Schade, Infinite, dass du gechoked hast. Passiert, Bruder, ja. Im Großen und Ganzen war das ein geiler Song, aber ich denke, ohne Choke wäre das auf jeden Fall natürlich noch besser gewesen. Ganz klar. Ich möchte auch was dazu sagen, und zwar, ich finde momentan, diese Sprachen, verschiedene Sprachen, wird immer moderner in dem Musikbusiness. Also ich habe es öfters im Spanischen gehört, mit Französisch gemischt. Es ist natürlich Geschmackssache, eine schwierige Sache zu beurteilen. Ich kann jetzt nicht auf deinen Part eingehen, auf Türkischen, dafür müsste ich dich fragen nachher. Infinite, schade das für deinen Patzer, weil du hast sehr stark angefangen, ja, gehabt, und bist dann rausgekommen. Das Albanische bei dir, Biggie, fand ich auch sehr stark in der Hook. Also die Hook war auf jeden Fall stark. Dankeschön. Und ich finde, für so eine Richtung, dass man Sprachen zusammenschweißt, könnte in Zukunft auf jeden Fall modern werden. Das Schwierige ist halt wirklich zu beurteilen, was habt ihr jetzt gesagt in euren Sprachen. Ich habe ein Kochrezept aufgesagt. Und meine Albaner wissen das, seine Türken wissen das und die Deutschen wissen das. Deswegen. Aber auf jeden Fall eine interessante Kombination, die ihr da zusammengestellt habt. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Wir müssen aus jeder Gruppe einen eliminieren. Ich sag euch ehrlich, bei drei Kandidaten bin ich mir sicher. Das ist das erste Mal, dass wir überhaupt einen Fehler hatten. Eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Wir müssen uns für einen entscheiden. Wir müssen. Heute werden auf jeden Fall Favoriten rosten. Künstler, wir bedanken uns für den coolen Tag. Es hat uns erstmal sehr Spaß gemacht. Erstmal einen Applaus dafür. Einige von euch haben heute leider nicht so geglänzt, andere wiederum extrem. Die Juryentscheidung ist gefallen. Wir müssen pro Team einen jeweils eliminieren. Und ich fange an mit dem ersten Künstler. Der erste Künstler, gegen den wir uns entschieden haben, ist Infinite. Der zweite Künstler, gegen den wir uns entscheiden müssen, ist Paris.
Der dritte Künstler ist Vito. Und der letzte Künstler, gegen den sich die Jury entschieden hat, ist Kali. Kali, Infinite, Barré und Vito. Ihr wurdet eliminiert. Was geht ab? Wir haben 18 Uhr. Und heute ist der Tag mit Kopfgeld. Bei eurem Kopfgeld-Match geht es um 9.000 Euro.